Hier nimmt so, das oh ja, ja, da quatscht er mich schon rein. Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Half-Life 2. Wir sind immer noch an dieser vertrackten Stelle hier. Verkackt wollte ich nicht sagen, das gehört sich nicht. Ich muss mal wieder aufladen. Moment, 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 bevor ich mich zurückmelde. So. Nichts wurde festgelegt. Scheiße. Okay, 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 okay. Wir laufen einfach mal, denn wir sind fast tot. Scheiße, scheiße, okay. Scheiße. Barney sollte am Ende dieses Kanals sein. Tja, hier war mal eine Brücke. Oh. Mal sehen, ob es einen neuen Weg gibt. Ja, dann gibt es bestimmt. Bloß, Wie, wart hier auf mich? Nee, das machen wir nicht. Wir gehen da runter. Guck mal, da können wir runter. Was macht sie? Wo ist sie hin? Hallo? Alex? Wo bist du? Alex! Ich habe nicht aufgepasst. Ach, die klettert da hoch. Ah, jetzt habe ich sie gesehen. Guck mal, wir haben noch 5% Energie. Ja, herzlich willkommen zurück in diesem stürmischen Auftakt zur nächsten Folge Half-Life 2. Der eine oder andere weiß es bestimmt. Ich spiele immer noch Half-Life 2, denn die Konfiguration des PCs verzögert sich etwas. Ich hatte ein paar Probleme. Ja, was ist jetzt? Was macht sie jetzt da oben? Komm, wir gucken mal genau hin. Hey, wie es scheint, könnten wir dort unten durchkommen. Wo wir denn? Gehen da lang. Ah, nein! Okay. Wir könnten dort unten durchkommen. Gut, die Frage ist, was passiert, wenn ich da runterspringe? Nix. Okay, sehr gut. Dann laufen wir mal schnell dahinter hin, in der Hoffnung, dass da irgendwie Energie... Oh ja, ein bisschen Energie für uns. Sehr gut. Hier geht's hinein. Aber bevor ich das mache, möchte ich noch kurz da hinten gucken. Gucken? Gucken? Ja, wie gesagt, wir sind immer noch in Half-Life 2, beziehungsweise heute außer der Reihe Half-Life 2, denn... Die Modifikation mit meinem PC funktioniert nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Und deswegen bin ich gezwungen, auf dem alten PC etwas aufzunehmen. Wir werden, sobald und so schnell es geht... Ah, da kommen wir, da können wir noch drauf. Sobald und so schnell es geht, irgendwie auf den neuen PC umswitchen. Komme ich denn jetzt da drauf? Vielleicht so? Ja, so funktioniert's. Und dann gibt's hier eine neue Reihe von Spielen zu sehen auf dem Channel. Neue Spiele, neue Grafik. Und vielleicht auch ein neuer Pulsar. Wir schauen mal, wie sehr mich das Ganze veranlasst, meine Moderation vielleicht ein bisschen umzustellen oder wie auch immer. Das werden wir dann sehen in der fernen oder nahen Zukunft. So, hier befinden wir uns jetzt aber gerade in Half-Life 2, in City 17. Und da geht's nicht durch. Doch, da geht's durch, denn wir dürfen Daten laden. Mein liebster Bildschirm in dem ganzen Spiel, muss ich ehrlich sagen. Das ist wunderhübsch. So, komm. Hallo? Warum? Schnell weg. Oh, das war vielleicht nicht so schlau. Ah, ich glaube, ich habe einen Fehler getan. Ich habe Rechtsklick gedrückt und wieder die alternative Waffe. Genau, so ist es. Das habe ich getan, gedrückt und schon. Schwupps, sind wir tot. So, wir schauen mal, was da unten ist. Da ist voller gar nichts. Okay. Kommen wir hier irgendwie durch? Vielleicht. So. Ah, ja. Ja. Auf dieselbe Art und Weise. Wir müssen vorsichtig sein, denn ich glaube, hier unten sind wir nicht ganz alleine. Hier können wir wieder Bretter kloppen. Oh. Ah, Mannschnitter. Guten Tag, die Herren. Da hinter mir ist nichts. Da muss ich mal aufpassen. Oh. Da hat uns sein Ziel. Bin über sein Ziel hinausgeschossen. So. Diese zwei komischen Vögel haben wir mal elegant vom Himmel geholt. Ich habe wieder keine Ahnung, wo wir hier sind. Können wir da
damit irgendwas machen? Nö. Können wir irgendwas drücken, Knöpfchen drücken, vielleicht, dass die Gitter wegfahren oder wir irgendwo weiter können. Da können wir irgendwas machen. Ja, da können wir zumindest mal Kisten klauen. Ah, da geht es wahrscheinlich auf den Rohren oben weiter. Vermute ich jetzt einfach mal. Wir versuchen mal da hochzukommen irgendwie. Da, wieso komme ich da nicht hoch? Hä? Ah, okay. Kriechend schaffe ich es dann doch irgendwie da hoch. Genau, und wir können auf den Rohren weiterlaufen. So, weg. Scheiße. Das Ding ist noch erwischt. Kacke, noch 30. Ah. Verdammt, ey. Hier müssen wir wieder drunter durchkraucheln. Gordon Freeman, der Kriechmann. Hallo. Der Weg hier. Hallo? Scheiße! Ah, wir sind schon wieder fast tot. Die manche da, die sorgen doch schon ordentlich für Damage. Ja, als ob ich es nicht gesagt hätte. Da vier Stück. Pff, noch 13. Scheiße, hier hinten ist auch nichts drin. Keine Energie, kein nix. Da hinten sind nur tote Menschen. Die können wir auch nicht weiter helfen. Oh, lass die mal schießen. Mir doch egal. Ich gehe erstmal da hinten lang gucken, was da ist. Sehr gut. Da könnt ihr mal ein bisschen ballern gegen diese Mutanten. Das erspart mir doch einiges an Munition und Energie und vor allen Dingen auch an Nerven. So, ist hier jetzt Ruhe? Was ist hier oben los? Ist hier irgendwer? Was? Zwei, drei, schön. Wie ist gesagt? Zwei, drei, schön. Da oben irgendwas. Das würde mich mal sehr interessieren, ob wir da hoch könnten. Da gibt es nur lustige Kartons. Nein, können wir nicht weiter. Müssen wir aufpassen. Oh, wir können da runterfallen. Ah, gut. Oh. Hilfe. So. Ruhe im Kartönchen. Gott sei Dank haben wir noch ein bisschen Energie erhalten. Oh. Okay, da wollte ich zwar nicht hin, aber egal. Kommen wir vielleicht... Nee, das kommen wir mit Sicherheit nicht. So, der hat es auch nicht mehr gepackt, der junge Mann. Kommen wir auf die Zwischenetage. Oh, so, da wären wir sowieso hingekommen. Das ist ja blöd. Hier ist leider vermauert. Wir gehen noch weiter und tiefer hinab. Ich lade mal schnell nach. Was? Aber nicht so eine Kacke. Nachladen. Blöden Combines. Können wir noch hinab. Hier scheint es weiter zu gehen durch die Tür. Wir wollen aber noch kurz nach dem Lambda-Geheimnis suchen, beziehungsweise das holen wir uns natürlich. Nur die Frage ist, wie kommen wir da hin? So vielleicht? Nö. Ah, da ist eine Leiter. Oh. Hallo? Darf ich bitte... Ja. Oh. Da sollte man vielleicht nicht hinabfallen. Ich speichere mal kurz ab. Dann ist genau dieses Malheur nicht passiert. Und schon sind wir am Lambda-Geheimnis angekommen. Das war ja kaum zu übersehen. So, hier müssen wir jetzt irgendwie wieder hoch. Damit wir auch die Ausfahrt richtig erwischen und nicht verpassen.
setzen wir hier unseren Weg weiter. Guten Tag. Hier ist der Pizzaservice. Heute gibt's Pizza Rigatoni. Oh. Ah, scheiße. Drecksvieh, ey. Hier war gar nichts drin, oder? Ah doch, da ist was drin. Nämlich das da. Können wir das irgendwie los? Ja. Jetzt haben wir es lose. Da können wir auch durch diese Stahltüren hindurchgehen. Ich bin echt mal gespannt, wo es da weitergeht. So. Was war hier los? Wo hat der hingeschossen? Ach du Scheiße. Zombies ohne Ende. Gut, da können die sich mal drum kümmern. Und kleine Kopfkrabben, wie ich sehe. Da ist noch eine. Da gibt es auch verschiedene Arten, glaube ich. Oh, der wird es wohl nicht packen. Oder? Komm, Zähne auf die Zombies. Jo. Den Kampf habe ich gewonnen. Ich vermute mal, wir müssen auch darunter noch irgendwie. Oh, guck mal, wie süß. Ei. Aua. Können wir die irgendwie... Hallo? Kumpel! Nimmt der mir das einfach ab? Ey, was ist los mit dem? So, die holen wir mal kurz da runter. Keine Lust, von denen irgendwie gefangen zu werden. Da sind noch welche. Zwei sogar. Ekelhaft. Guck mal, was der... Okay, ich wollte gerade sagen, guck mal, was der mit denen macht. Der macht gar nichts mit denen. Wir können hier unten... Zombie-Kopf schießen, wollte ich gerade sagen. Das machen wir auch mal. Hallo. So, einen haben wir. Korrigiere zwei, nachladen. Da ist der nächste. Na, lauf nicht weg. Schön ins Hinterbein geschossen, ins Wadenbein. Wir sind mal so mutig und gehen voran. So, guten Tag. Hier spricht das Gesundheitsamt. Wesen wie Sie sind nicht geduldet hier in diesem Land. Da ist auch endlich mal Ruhe hier. Alter, fast. Fast ist Ruhe, jetzt ist Ruhe, jetzt können wir hier die Gegend in Ruhe abgehen. Und ich war mir sicher und ich hatte recht, dass wir auf jeden Fall noch da hinabsteigen werden. Tütütüt. So, und weiter geht die Lauge. Hier ist nix. Was ist das? Bedrohliche Musik. Ach, wie süß. Hier können wir auf jeden Fall noch hoch. Diese Leiter möchte ich noch kurz erklimmen. Da gucken, was da oben ist. Nicht so böse sein. Ah, da kommen wir auf der anderen Seite wieder rum. Da ist noch so ein komisches Kopfgrabenvieh. Da gibt es, wie gesagt, mehrere. Es gibt diese ganz süßen, die kleinen, nur orangenen. Dann gibt es die da, die hässlichen, die schwarzen. Und es gibt... Alter. Da ist wohl TNT drin. Das Lambda-Geheimnis. Ich fühle mich so richtig irgendwie, als ob es da wirklich lang gehen soll. Ich möchte mal kurz was austesten. Moment. Nö, ist kein TNT. Ich dachte, da wäre TNT drin und das explodiert jetzt und fliegt uns um die Ohren. Kann auch nicht drauflesen, was drin ist. Wie gesagt, das kommt mir alles so richtig vor, als ob das so sein soll, dass wir hier lang müssen. Ich glaube doch... Was ist denn da? Da unten? Da wollte ich eigentlich noch gucken. Da so. Ah, ein Lambda-Geheimnis. Okay. Das haben wir schon. Aber das wird bestimmt eine Falle sein. Beziehungsweise da können wir noch rein. Oh, ja. Ah! Wie war das mit der Falle? Ja. Lebt da noch eins? Ja, eins lebt noch. Korrigiere, es sind zwei.
Da hinten ist noch eins. Das ist wohl mit der... Ah, das ist vielleicht nicht so schlau, was ich hier mache. So. Oh. Beinahe voll den Herzkasper bekommen, deswegen. Aber irgendwie müssen wir doch da ran. Das sind... Alter, oh, hab ich mich gerade erschrocken. Hab's gar nicht gesehen, das Vieh. Lambda-Detektiv, sehr schön. Hier bekommen wir jede Menge Munition und Energie. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir jetzt da rein, ne? Ah, ich weiß. So, pass auf. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Können wir gebrauchen, können wir nicht gebrauchen. Was ist das? Können wir auch nicht gebrauchen. Nee, toll. Das hat sich schon mal gelohnt, auch wenn es ein bisschen gefährlich war, ein bisschen risky. Da können wir jetzt den offiziellen Weg weitergehen, weil, wie gesagt, das kam mir ein bisschen zu richtig vor, was wir hier machen. Da lang. Na, geh weg. So, hier. Das brauchen wir auch nicht. Der Typ hat es auch nicht gepackt. Hier ist jetzt der offizielle Weg. Oh, ich hab dich gehört. So, schön den Kopf massiert. Lustiges Wesen. So, hier ist irgendwie Gas oder irgendwas. Vielleicht flüssiges Stickstoff oder so. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Hier hoch, die Rohre. Hier ist mal wieder viel zu ruhig. Komm. Ja. Ich hab das... Alter. Was ist jetzt hier los? Kumpel, benimm dich da oben. Erstmal dieses Vieh da zerstören. Sonst greift das nach uns und dann holen wir uns diese Deppen da oben. Das ist nur einer, glaube ich, ne? So, jetzt ist er weg, wenn er Angst hat. T war der falsche Knopf. Wir müssen R drücken zum Nachladen. Hier ist ein Baucontainer. Ob da wohl irgendwas... Ah, ein Hebel ist da drin. Ich wollte gerade fragen, ob da irgendwas Wichtiges vielleicht für uns drin ist. Nö. Ah. Huch. Wieder falsche Taste gedrückt. Voll sind wir fast mit Energie. Aber Anzug kann man auch aufladen. Sehr gut. Und wir werden sanft darauf hingewiesen, dass wir Munition für die Armbrust erhalten. Nämlich da im Ecken und ganz schön viel. Und ich vermute, wir müssen Kasperkopf schießen machen. Bleib stehen. Daneben. Treffer. Treffer. 7 Schuss haben wir. Das war's noch nicht. Komm. Täuscht mich nicht, Jungs. So, das Ding ist halt mega. Das ist super gut. Und hier kommen wir auf so eine Art Aufzug, Lift, wie auch immer. Da kommen wir bestimmt auf die andere Seite drüber. Natürlich mit explosivem Fass. Inklusive. War drin im Sonderpreis. Das nehmen wir alles mit an Munition. Das ist irgendwie voll ruhig. Da ist gar nichts mehr. Eins möchte ich noch loswerden. Nämlich das da. So. Das möchte ich ungern mit auf meine Fahrt nehmen. Ich speichere mal kurz ab, weil ich nicht genau weiß, wie das funktioniert. Ich vermute mal, wir müssen... So. Möchte jemand? Hallo? Hallo? Nö. Seltsam. Naja. Au! Der mich auseinander nimmt. Spacko, ey. So, wir kommen eine Etage höher. Eine Etage höher, wollte ich sagen. So, hier können wir sogar runter. Sehr gut. Vorsichtig hier vorbei. Nicht runterfallen. Das wäre nicht gut für unsere Knochen. Das würde die Gesundheit des Krankenhauses auf keinen Fall übernehmen. Ich möchte mal noch gucken. Aber wir gehen noch weiter. Was ist denn das überhaupt hier? Wo sind wir? In welchem alten Fabrikgebäude befinden wir uns hier?
dein Arsch, ey. Au! Guck dir das an. Nein! Was geschieht da? Alter, wir sind fast tot. Ist auch noch. Alter, das sind welche von denen. Fuck, wir sind tot. Okay, ich habe nicht gerade gerafft, wo wir lang müssen, so schnell. Das macht aber gar nichts. So, denn ich würde sagen, wir beenden die Aufnahme an dieser Stelle. Warte, ich mach mal kurz noch hier rein. Ich mach mal noch kurz ein bisschen auf. Alter. So, den haben wir. Da oben sind noch so Deppen, ey. Darf doch nicht wahr sein. Von wo kommen sie da? Das sind die mit den weißen Anzügen. Das ist echt mies. Ruhe ist, ey. So, jetzt können wir die Aufnahme beenden. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.